Oh lala, haben wir gerade nach dem islamistischen Attentat in Solingen mit unserer ehemaligen Nachbarin in Deutschland telefoniert, mit dem Elfriede. Eigentlich ist sie eine herzensgute Frau, aber ein bisschen einfach im Gemüt. Drum ist sie auch ein perfekter Opfer für die deutsche Mainstream-Manipulation. Die schwätzt schon wie die linksgrüne Politiker. Naja, gut, ist ja auch ein riesen Fan von den Nancy Faeser. Ja, auch sie fand das in Solingen schlimm für die Opfer. Aber man müsste sich auch in den Täter reinfühlen. Der wäre halt traumatisiert, hätte Probleme, sich zu integrieren und dann versage noch mir als Gesellschaft, weil die Gefahr ja immer von rechts kommt. Ja, so dumm schwätzt die. Und hat jetzt klammheimlich zugegeben, dass sie auch nicht mehr allein in die Stadt geht. Aha, also. Und wenn sie mal zum Doktor müsst, wird sie beten und hofft, dass ihr ja kein Rechtspopulist über die Wege läuft. Aber gut, die ist halt bei die Omas gegen Rechts, ist da stellvertretende Ersatzschriftführerin in ihrer Ortsgruppe. Drum ignoriert die auch erfolgreich die echte Zahl über die Kriminalität durch Migranten. Obwohl die vom Bundeskriminalamt sind. Danach gibt es allein 25 gefährliche Messerangriffe jeden Tag. Schwere Körperverletzung. Und nach Solingen hat die Politik direkt reagiert mit blindem Aktionismus. So viel Angst hatte die vor einem Wahlsieg von der AfD. Jetzt wird erstmal die Waffengesetz geändert. Ja, zu Veranstaltungen darf man jetzt überhaupt kein Messer mehr mit sich führen. Dabei ist das nichts Neues. Das war bei allen Groß-Events schon immer so. Aber ein doppelter Verbot schreckt garantiert mehr ab. Da fängt der islamistische Gewalttäter gleich zu jammern an. Och, so eine Scheiß, keine Messer mehr. Wie soll ich jetzt massakrieren die Ungläubigen mit ohne Messer? Scheißendreck. Und die Innenministerin hat noch eine ganz andere Lösung für gegen die kriminelle Migranten aus die Hut gezaubert. Spektakulär. Ja, jetzt darf nämlich die Länge von erlaubter Messer nur noch 6 cm lang sein, also ungefähr so viel. Gibt sogar beim Obi. Ja, das sind so Teppichmesser, wo man einen Teil von der Klinge abbrechen kann. Machst du 2 Stückchen ab, hast du genau 6 cm. Ja, und das ist die ideale Accessoire für jeden fanatischen Gotteskrieger. Liegt gut in der Hand und selbst mit 6 cm kann man immer noch ein Kehle durchschlitzen. Gut, die ganze Kopf ab, das geht halt nimmer. Darum ist unser Elfriede auch ganz zuversichtlich. Die hat noch nicht einmal Angst vor Vergewaltigungen. Aber gut, die verhütet eh mit dem Gesicht. Die ist 100% sicher, dass da kein Migrant dran will. Aber viele Frauen haben schon Angst, weil da ja so viel passiert und es wird immer schlimmer. Hat jetzt selbst unsere Bundesregierung zugeben müssen, dass es in 2020 allein 789 Gruppenvergewaltigungen gegeben hat. Und das ist viel, viel mehr geworden. Ja? So passiert es jeden Tag mindestens 2-mal, dass so ein Horde notgeiler Verbrecher über so ein armer, junger, hilfloser Frau drüber rutscht. Ich sag das hier jetzt mal ganz klar und deutlich, weil in die Tagesschau kommt das ja normalement nicht vor. Ja, ich weiß, sowas machen Deutsche auch. Aber die Hälfte von denen Vergewaltiger waren Ausländer, obwohl die Ausländeranteil nur 15% ist. Also stoßen Migranten in die Gruppe 6-mal so oft zu wie Deutsche. Und was heißt eigentlich Deutsche? Also Leute mit deutschem Pass. Ist ja nicht immer dasselbe. Habe ich gerade gelesen, Berlin ist jetzt die gefährlichste Stadt in Deutschland. Das gilt heute als europäische Hauptstadt der Kriminalität. Ja? Weil da gibt es Gebiete, sogenannte No-Go-Areas, wo sich selbst die Polizei nicht mehr hintraut. Drum ist gut, dass jetzt nach die Solinger Morde die Berliner Polizei einen Plan rausgegeben hat, wie man sich verhält, wenn man von so einem Messermann angegriffen wird. Ja, man soll den nämlich verblüffen. Ui, mit überraschenden Aktionen. Ja, zum Beispiel ein Krankheit simulieren oder ein Telefonat mit dem Handy vortäuschen. Mohammed, Moment, langsam. Ich bin gerade am Telefonieren. Ja, Oma, ich kann jetzt nicht. Ich werde gerade gemessert. Und der besondere Tipp, man soll anfangen zu singen. Ja, da stehst du da, hast die Messer am Hals und singst. Wer hat Angst vor Messermann? Niemand. Und wenn er kommt, dann singe mir. Damit bringt man nämlich so einen Gewalttäter total mal aus die Konzepte. Und der haut dann direkt mal ab. Und wenn eine Vergewaltiger kommt, das kennt man ja schon, ein Armlänge Abstand.
Aber das Beste ist immer noch, man bleibt daheim. Jo. Haben wir ja auch gerade gehört, dass man bei solchen Gewalttaten mit schuld ist, ja? Wo die Polizeipräsident von Wuppertal in einer Pressekonferenz hat gesagt, dass jeder sich überlegen müsste, ob er zu Festivitäten geht, zum Fußball oder ob er mit Bahn oder Bus fährt. Hat er dann zwar ein bisschen abgemildert, man könnte ja nicht immer nur daheim bleiben, aber im Grunde wäre man schon selber schuld, wenn man heute von so einem Islamist abgestochen wird. Genau wie die Frauen, hat Elfriede gesagt. Weil wenn die oft so leicht bekleidet da rumtappe, ja, dann hätte gerade viele muslimische Männer ihre Hormone nicht mehr im Griff und müssen gleich... Ja, die sind halt nicht so beherrscht wie mir. Drum ist es für jeden gut, sich selber zu schützen. Aber Vorsicht, kein Teleskopschlagstock oder Pfefferspray. Wenn du damit nämlich so eine wertvolle Fachkraft attackierst, bist du schneller im Knast wie der im Jobcenter. So hat meine Freund Walter aus Frankfurt sich jetzt was sehr Passendes zugelegt. Gut, wäre zwar ein bisschen warm und anfangs sehr schwer zu tragen, aber äußerst hilfreich. Der hat sich aus so einem Mittelalter-Shop Original-Ritterschutzklamotte aus die 30-jährigen Kriegsschicke gelassen. Modell Wallenstein. Damit könnt er sogar nachts allein über die Zeil spazieren. Nach dem Motto, bevor das Messer dein Hals durchtrennt, geh nur noch raus im Kettehemd. Voilà.